da hochfahren, denn da die Musiker spielen. Bäm! Und da Und dann diese hochfahren, die Ansage schon mit diesem. Tränen in den Augen haben. Ach, Ja, das der ist auch. Ansage mit diesem. Okay, Football-Fans. Ja. Da, ja, das ist echt eine geile Folge. Vor Ja, und wie allem, dann. wer gehört der blaue Opel Kadett? Meine Dü, Fresse. dü. Zieht sich die Trompete noch raus aus dem Kopf. Oh Mann. Oder Dings, noch eine lustige Folge Ich guck die ganze Zeit in der war. Truhe rein. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Noch eine Traum. lustige Folge war die Dings Bunte Burger. Ja. Kennst du die noch? Ja. Wo dann Mr. Krabs, wo der am Ende dann an der Tür, wo der da so nach SpongeBob gerufen hat, dass er aufmachen soll. Und der hört sich nur die quietschenden Gürkchenscheiben an. Ja. Oh Gott, mit den Dielen und so, wo er da unter den Brettern da nachher in die Gürkchen, ach, die Stiefel da weggemacht hat oder in die Gürkchen. Das zieht doch zusammen, oder? Wofür sehe ich da gerade was? Ich weiß gar Doch, nicht. irgendwas war da ja. Ja, auf jeden Fall hatte er doch seine, die komischen Stiefel da immer so und dann, genau doch, das müsste zusammengehören. Der hat seine Stiefel für die Burgerbraterstiefel, die er von Mr. Krabs gekriegt hat, die Mr. Krabs aber nicht mehr brauchte, die er ihm nur gegeben hat, weil damit er sich irgendwie besser fühlt oder irgendwas gewonnen hat oder so. Und ihm ging das Quietschen der Stiefel so auf die Eier, dass er die irgendwann unter der krossen Krabbe unter den Brettern irgendwie eingebaut hat. Voll der Psycho-Sponge. Und dann hatte er. Ich darf nebenbei nicht bauen. Und dann hatte er. Genau. Und dann kam Mr. Krabs, glaube ich, irgendwann mit den Gürkchen an. Und hat die aneinander gerieben und haben die ja so komisch gequietscht. Oder war das eine andere Folge? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat ihn das dann zurück in den Gedanken versetzt und den hat er dann so. Wirrisch. Weiß ich nicht. Kirre gemacht. Dass er nachher in alles hingeschmissen hat, was er versucht hat zu verdecken. Ja, das weiß ich noch. Oder ich bin schon fast der Meinung, dass die Gürkchen eine andere Folge hatten, aber das könnte auch gut zusammenpassen. Oder, was gab's denn noch? Was gab's denn noch? So, oder aus einer der neueren Folgen, die ich mal geguckt habe, warum auch immer, war auch so eine beschissene, so eine total dumme Stelle. Irgendwie, da haben die einmal so ein Loch in die Wand von der großen Krabbe so reingehauen, so ein total behindertes Loch. Und, normalerweise würde man sich jetzt fragen, wie man das wieder zumacht. Mr. Krabs so, jetzt haben wir ihn Drive-In. Ja. Ich weiß gar nicht, eine Freundin hat mir letztens geschrieben, die ist auch eigentlich so 15, 16. Ich so, was machst du gerade so? Ja, ich guck grad mal, ich guck grad SpongeBob. Ich so, was? Wie? Habe ich das schon wieder verpasst? Ach nö. So, wieso? Schalt schnell um, läuft noch. So, ne, die neuen SpongeBob-Folgen sind nichts für mich. Die guckt immer nach Ja. SpongeBob, man muss sich das mal vorstellen. Oder wo ich mich leider nur ganz bisschen erinnern kann, aber was ich auf jeden Fall noch weiß, ist ich weiß nicht, der braune oder der große Bär im, nee, der braune Bär im großen blauen Haus, irgendwie so. Weißt du das noch? Kennst du das noch? Ach so, Ja, mit diesem meinst Bär du? und diesem Mond, der da immer mit gesungen hat und so. Oh Gott, also ich kann mich noch an eine Folge erinnern. Ich weiß gar nicht, nee, im Film war das nicht. Das war, glaube ich, mit der magischen Miesmuschel sogar noch. Oder? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Wo er, wo er doch da so eine Kreise um sich rumzieht. Und sobald der Kreis einmal ein Oval war, kam direkt so ein scheiß Bär an und so. Kennst du die noch? Ah, so ja, wo die mit Thaddäus übernachten wollten Ja, draußen. genau. Und da der sich übelst gesagt hat, ah, Und wo kann ich Thaddäus euch immer nicht. von dem Ding verprügelt wurde. Ja. Und nachher hat er den Kreis gezogen, weil kamen andere Viecher an, weil zum Glück haben wir unsere Anti-Bär, Anti-Seebär-Unterhosen an, ne? Patrick und Thaddäus. Wie jetzt? Ach, das ist doch Quatsch. Oh Mann, nee, das war noch. Ah, die guten alten Folgen, ey. Die konnten Ja. wenigstens auch gut was, ey. Aber ist auch irgendwo verständlich. Ich meine, irgendwo hast du auch dein komplettes Potenzial auch schon ausgeschöpft, ne? Ah, schade. Ey, aber das war auch eine geil, richtig geile Folge. Muss man schon sagen. Da darf ich auch derbe gelacht, ey.
Wir können ja gar Obwohl, keine. wo der Thaddäus dann immer irgendeine Scheiße gelabert hat, als er von dem Seebär verprügelt wurde. Und wo dann immer dieser Seebär von rechts nach links durch den Bildschirm Ja. so Geräusche wieder und so. Wie der den dann verprügelt hat. Vor allem diese standardmäßigen Comic Verprügelungen, diese, wo die sich zu einem, weiß ich nicht, so einem Kreisel prügeln und immer so eine Staubwolken rauspuffen. Ah nee. Classic einfach nur. Classic einfach nur, ey. Weißt, welche ich meine, ja? Ja. Ja, außer wie sich Katzen und Hunde auch immer so prügeln in Comics oder Apropos so. Katzen und Hunde, kennst du auch noch Catdog? Oh, komm, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Ah, ey, nee. Nostalgie pur, ey. Wo Ah, die diesem Scheißhaus Kettas. in der Klippe gewohnt haben, ey. Oh, das Haus, das verwirrt mir immer noch die Stadt vor allem. Ich weiß nicht, ob ich da zu jung für war oder ich das einfach nicht realisieren wollte. Vor allem wie einer von denen die Katze immer. Die Katze muss ja gewesen sein, ja. Die ist immer hinter dem Müllwagen hinterher. Genau, Ja. warte mal. Nee, die Katze war Nee, die beim Schlaue, Postboten, beim der Hund Postboten. war der Dumme, der Hund war der Dumme. Der ist immer dem Postboten hinterhergerannt. Ja, Der aber auch Hund. irgendeiner im Müllwagen ständig. Da müsste auch der Hund gewesen sein. Ja, oder Dings. Und Apropos Stadt. die Apropos Katze, Stadt. der Hund hat jedes Mal die Scheiße gebaut und die Katze hat jedes Mal den Müll abgekriegt. Jedes Mal. Die musste jedes Mal leiden, die hat eine irgendwas schon leid getan, ey. Oder Dings, wo du gerade Dings Müll und Stadt ansprichst, denke ich gerade an Oggi und die Kakerlaken. Kennst du das auch noch? Gott. What the fuck, ey. Geht ja gar nicht. Das war nur noch Zeit. Das habe ich sogar. Das ist Wo sogar dann gar nicht diese mal so lange Scheiß. her, dass ich das geguckt habe. Ja, diese scheiß Kakerlaken, die dann immer dort in diesem Scheißloch oben rechts in der Wand Ja. gewohnt haben, in dieser Konservenbüchse, Ja. wo die dann immer versucht haben, Streiche zu spielen und so. Ja. Oggi hat Meine mir Fresse. irgendwann schon leid getan. Ja. Ernsthaft. Aber schon Nee, voll noch traurig. schlimmer war es halt, dass Oggi wurde von den Kakerlaken fertig gemacht und dann durfte Jack seine Scheiße ausbaden. Ah ja, und der Dings Ja. hier, der fette, böse Nachbar, der Hund da. Nee. Wo die dann manchmal immer Scheiße auf seinem Grundstück gebaut haben und wo Ja. die den dann immer verbügelt haben. Oh Gott. Hey, Mann, ey. Das geht's nicht. Naja, die guten alten Serien. Ja, nicht so wie heute dieses, was gibt's da, Gibt mir jetzt genug. mir fällt da gar nichts ein. Weil die alle so schlecht sind, dass man sich die nicht mehr merkt, ja. Nee, Ich weiß ist gar nicht nicht. mehr wert. Wobei die neuen Staffeln von Yu-Gi-Oh! Oder so, die waren auch scheiße. Die habe ich noch nicht mal geguckt. Ja, ich weiß nicht, ich hab da glaube ich ganz kurz mal reingeguckt oder so, aber ja, ich weiß Ja, nicht. ganz kurz, nur so 5 Stunden am Stück alle Folgen gesuchtet. Genau. Nee, weiß nicht, aber. Weißt du, so die neueren Serien oder generell, ich finde ja, ich bin da eher so ein Typ, der meint, die neuere Generation ist sowieso verkackt. Ich meine, guck dir die Hip-Hop-Ghetto-Rap-Bastis an, ne? Nee, Amaler Geist, also diese ganzen Penner, die in der Schule rumlaufen, oder an sich, die rumlaufen, und die Hose niedriger haben als die Unterhose, wenn ihr so rausguckt. Oh Gott, da müsste ich dir gleich mal einen Link schicken, ja. Da habe ich heute erst wieder was gesehen. Nee, aber Ne? das Lustigste ist ja, dass die meistens ja nicht wissen, was das bedeutet, ne? Richtig. Also Ja, aber. hast du heute auch mal so für Facebook-Pimmern rumgeguckt, oder Was was? meinst du? Da wurde heute so ein Bild geteilt von der Seite. Da wurde halt, da war links halt so ein Bild abgebildet, so von wegen so, wie man die Hose trägt, rechts war irgendwas anderes. Und in der Mitte stand halt so ein Text. Und da wurde halt erklärt, was das für eine Bedeutung hatte. Ja, was heißt das? Naja, das, warte mal, jetzt muss ich mir erstmal, jetzt muss ich mal kurz so Oder sag rein. mir einfach, woher kommt das? Aus dem amerikanischen Knast. Richtig. Und Nicht sobald. aus dem amerikanischen. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall aus dem Knast. Der US-Gegend irgendwo so. Oder mal US-Amerika. Ach, keine Ahnung, aus der US-Gegend, da müsste das auf jeden Fall irgendwo gewesen sein. Und da wurde halt. Das hat den anderen Häftlingen gezeigt, dass wenn ein Mann mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr haben wollte,
Das durfte man ja damals nicht so zeigen, beziehungsweise darf man ja immer noch nicht, da der Sex unter Häftlingen direkt verboten ist. Wenn man die Hose so tiefer getragen hat, dann hat man den anderen Häftlingen gezeigt, alles klar, komm, der hat Bock auf richtig geilen, anal fixierten Sex. Oder der Abrock sagt gerne Popo-Sex. Genau. Und. Alter, der Typ, wie ich richtig hatte. Der hat die Seife heute zu fest zerfallen lassen. Oh Nee, Gott, oder ey. wenn er mal die Seife vergessen hat. Genau. Auf jeden Fall hat ihn das dann so gezeigt in anderen Häftlingen und. Ja. Das hat Nee, ihn halt gezeigt, alles klar. der müsste so eine Unterhose haben mit so einem Zeiger, so dahin, so Insert hier oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Ah, Für alle nee, Blitzmerker. ey. Nee, ey, geht ja gar nicht. So, Schaufeln, genau. Lohnt sich gar nicht, aus Eisen Schaufeln zu machen, ja. Warum? Oder Schaufeln aus Eisen zu machen, je nachdem. Weil sie halt einfach nicht lohnt. Weil ich, die gehen sowieso weg wie Butter hier bei mir. Oder bei die Fische. Oh Gott, da gab es auch noch so eine Sendung mit Fischen. Jetzt abgesehen von Nemo, das war keine Sendung. Ich bin mir ja schon. Mir ist das ja schon fast peinlich dazu sagen, ne? Aber kennst du noch Timmy Turner? Beziehungsweise diese. Wenn die Elfen helfen? Ja, was heißt denn, hier kennst du noch? Das läuft doch immer noch. Ja. Gut, gucke ich ja mittlerweile leider nicht mehr. Aber damals war das noch echt cool. Hätte ich damals auch ziemlich viel geguckt. Ich weiß, das sehen viele Leute jetzt nicht mehr so als geil oder so, aber Ja, ich aber fand das damals auch cool. ich hab das für Arschweh geguckt. Ja, ich auch. Lief auch damals verdammt viel. Ich weiß nicht, das war das, Danny Phantom. Das kennst du auch noch, ne? Ja, Gott. Oh Nee, nee, Gott, ey. aber wenn wir mal bei Dings. Wenn wir mal bei Timmy Turner bleiben. Das war doch der mit dem fetten Hirn und den Gedankenblitzen, oder? Nee, das war Jimmy Neutron. Ah, genau, Jimmy Neutron, das meinte ich. Genau, Jimmy Nee, Neutron. Timmy Turner war der Timmy Turner war mit auf. den Elfen. Genau, wenn die Elfen helfen. Ja, okay. Das war aber auch cool. Ja, das war lustig. Aber ich meine, bei Jimmy Neutron, da erinnere ich mich an zwei Folgen, aber an eine erinnere ich mich besonders. Das war da, wo er in der Zeit zurückgereist ist, weißt du noch? Da, bei den Dinosauriern und so, und wo der dann versuchen musste, da rauszukommen und so. Weißt du Ja. das noch? Ich kann mich noch an, das ging so über mehrere Folgen hinweg, wo die im Weltraum waren. Und da gegen halt so Monster und so Wettbewerb, ach so, an so eine Competitions und so teilgenommen haben. Und, Ah, das live im Fernsehen noch auf die Erde übertragen wurde. genau. Ja, Und das irgendwie dann noch der sowas, das kenne Vater ich auch. gesehen hatte und der dann auch irgendwann da oben war. Ah, das war doch Oh Gott. deswegen, weil da so ein komischer Asteroid oder sowas gelandet auf der Erde aufgekracht ist mit Ja, irgendeiner irgendwie Schrift so. und die haben dann irgendwas gemacht und dann wurden die da hochgebeamt und mussten dann da kämpfen. Genau, und dann haben die Eltern, genau, dann haben die Eltern daran an den komischen Asteroiden dran rumgebastelt und dann wurden die auch irgendwann da hochteleportiert. rumgerubbelt. Und dann hat sich der Vater irgendwie irgendwann, der war auch total behindert, der Typ, weil der mit seinen Enten, mit seinen Enten und seinen Toastern, ey, nee. Oder kennst du die eine Folge mit dem komischen Salami-Bein-Typen da? Wo die da in diesem komischen Festivalgebiet waren? Boah, das Also weiß ich noch. Salami-Bein kommt dir bekannt vor. Ja, und Knoblauchgeruch und. Wen sind Salami-Bein ist das? Das könnte meins sein. Oder meins? Oder doch meins? Da waren die alle, da haben die sich nach so einem Schulprojekt, war Jimmy Neutron so. Oder ich weiß gar nicht, ich glaube Cindy? Sandy? Wie auch immer. Cindy müsste das gewesen sein. Hat, glaube ich, so Ich glaube, ein. Cindy. Der hat, glaube ich, so eine Präsentation gemacht in der Schule. Und Jimmy, wie klugscheißerisch wie immer halt, hat halt so gesagt, nee, den gibt's nicht und so. Und dann haben die halt so gesagt, ja, dann komm doch um Mitternacht in den Park und dann wirst du ja sehen, ob der da auftaucht und so.
Und dann haben die sich da alle als so ein Zeug verkleidet. Und nachher sind die da weggegangen. Und dann war der Vater auch noch da von Jimmy und wollte sich da auch irgendwie verkleiden oder so. Ist dann da Ach und ist so, dann da ja, na abgehauen klar. und ist dann